Schaut man heute in die Gesichter der Händler an der Börse Stuttgart, sieht man schon wieder etwas Entspannung nach dieser turbulenten Handelswoche in der vergangenen Woche. Und das ist auch so bei Michael Görgens, dem Chef des Vorhandels hier an der Börse Stuttgart. Man muss schon sagen, dass die Japan-Krise richtig euch hat kämpfen lassen. Aber heute mit einem DAX-Plus von rund 2%, ist es in der Tat eine Entspannung? Es ist eine gewisse Entspannung zu spüren. Natürlich, heute ist Japan die Börse noch geschlossen. Der Nikkei Future hat eine sehr positive Tendenz, zeigt bereits auch 2,5% im Plus. Und die positiven Meldungen hier vom Börsenguru Warren Buffett haben natürlich zusätzlich dazu beigetragen, dass hier weiter in die Märkte gekauft wird. Und die aktuelle Lage, die sich ja dann mit den aktuellen Nachrichten hier auch widerspiegelt, dass hier die Stromversorgung bei den Kernkraftwerken, bei allen sechs sichergestellt ist, führt auch dazu, dass eine gewisse Beruhigung einkehrt. Natürlich ist der Fokus weiterhin auf Japan da. Die Thematik hier in Libyen spielt aber auch eine wesentliche Rolle, sodass wir hier natürlich nicht genau wissen, wie sich die kommenden Tage dann auch, wie der Ausblick sich gibt. Wir hoffen alle, dass das Gap, was von der Vorwoche aus dem Freitag her bei 6.875 bald geschlossen wird, sodass wir dann wieder auf alte Höchststände kommen können. Aber mal Hand aufs Herz, so eine Woche wie vergangene Woche hat man auch nicht oft als altgedienter Händler, Michael Görgens. Da kam doch hier und da auch sicherlich bei den ETF-Anlegern schon mal Panik auf, oder? Also zwischenzeitlich hatten wir natürlich eine gewisse Art von Panik gesehen, insbesondere der Montag und Dienstag, wo die Nachrichtenlage sich tatsächlich überschlagen hat. Hier war es so, dass wir ein Käufer-Verkäufer-Verhältnis von sage und schreibe 2:3 hatten. Das heißt, auf die gesamte Woche betrachtet haben 3 Verkäufer gegenüber 2 Käufern gestanden. Eine Vielzahl von Orders wurde über Stop-Losse ausgeführt. Das heißt, im Vorhinein haben sich Anleger natürlich mit Stop-Lossen abgesichert, was auch für weitere Verluste ein positives Signal beim Anleger tatsächlich auch war. Wir haben die Grafik der Most Actives an der Börse Stuttgart schon ganz kurz gesehen, aber wir können da noch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Was waren denn in der Tat die meist gehandelten, meist verkauften und gekauften Produkte? Also ganz klar Federn hat lassen müssen die ETFs, die auf Nikkei oder in den japanischen Markt investiert haben, ebenso asiatische ETFs, die Japan als Teil des Ganzen gesehen haben, auf die großen Indizes S&P 500 natürlich auch im Anfangsstadium hier auf dem DAX und Eurostox 50. Die Lage hat sich dann aber zur Wochenmitte hin gedreht, als der DAX an die 6.417er Marke gekommen ist, da hat man wieder investiert. Gesehen. Man hat gesehen, dass die Anleger sich hier neu positionieren und auch sich das Ganze taktisch eher anschauen. Mit gehebelten Produkten wurde hier in DAX und Eurostox 50 dann reingekauft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die positiven Signale hier auch in den Energie-ETFs gehabt. Hier sind Aktien auf Energiewerte oder auf Alternativenergien durch die Decke gegangen in den vergangenen Tagen. Das hat natürlich auch die positive Performance in den ETFs berücksichtigt. Hier wurde ganz stark gekauft in alternative Energien. Also nach einer turbulenten, hochnervösen Woche auch an der Börse Stuttgart ein bisschen Entspannung zum Start der neuen Woche. Das war Michael Görgens, der Chef des Vorhandels. Vielen Dank für das Gespräch.